Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Und hier in diesem Video geht es um den Begriff Projekt. Das ist gerne die Einstiegsfrage auch in die mündliche Prüfung, wenn es um Projektmanagement geht. Und ich empfehle zunächst einmal, den Begriff Projekt zu transferieren in einen anderen Begriff, nämlich den Begriff Vorhaben. Ein Begriff Projekt ist ein Vorhaben und damit man hat etwas vor, das heißt, man richtet sich auf die Zukunft. Ja, Projekt ist nicht vergangenheitsbezogen, sondern Zukunft. Ein Projekt ist also ein Vorhaben und dieses Vorhaben hat im Wesentlichen fünf Eigenschaften. Dieses Projekt ist einmalig. Dieses Projekt kommt nicht wieder. Es kommen neue Projekte, aber dieses Projekt kommt nur ein einziges Mal. Routineaufgaben kommen immer wieder. Dieses Projekt kommt nur einmal. Es ist befristet. Ein Projekt hat immer ganz klar einen Anfang und ein Ende. Irgendwann ist das Projekt beendet. Ein Projekt ist abteilungsübergreifend. Ja, zumindest solange wir noch Abteilungen haben. Wir verabschieden uns ja gerade davon. Wir gehen in Richtung prozessorientiertes Denken. Aber solange die Firmen noch im Sinne von Abteilungen strukturiert sind, ist es abteilungsübergreifend, vernetzt, umfassend. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Ein Projekt ist immer komplex. Ja, es ist keine einfache, lineare Sache, sondern da gibt es den Vorgang A und da folgt dieser Vorgang und da folgt der nächste Vorgang und dann müssen diese beiden fertig sein, damit es hier weitergehen kann. Das nennt man komplex und vernetzt. Und ein Projekt ist in aller Regel jedenfalls auch grundlegend. Es hat grundlegende Bedeutung für das Unternehmen, Einführung einer neuen EDV-Anlage, eines neuen Abrechnungssystems, Umzug der Firma in ein anderes Gebäude oder in eine andere Stadt, Einführung eines neuen Produktes, all das sind grundlegende Vorhaben und damit Projekte. Das war's schon wieder. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie für weitere Produkte und Hilfen von mir unter spaßlerndenk-shop.de und unter spaßlerndenk.de. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.